Voraussetzung für selbstständige Tätigkeit ist eine erfolgversprechende, zündende Idee. Der Pizzaautomat der vier Welser Studenten. Ernährungs- und Bewegungsberatung der früheren Juristin. Landschafts- und Gartenplanung der Mutter von Zwillingen. Der Beziehungskoffer zur Mediation ohne Mediator des langjährigen Telekom-Mitarbeiters. Und die Verbindung von Grafik und Design für eine Innenraumgestaltung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wie geht man mit den Banken um? Was gibt's? Was? Aber die zündende Idee allein reicht noch lange nicht für eine nachhaltig selbstständige Tätigkeit. Und im Internet ist es alles ziemlich komprimiert. Genau. Businessplan, SWOT-Analyse, Cashflow, Break-Even-Point. Auch wenn sie nur geringen Finanzbedarf für ihre künftige Beratungstätigkeit hat, schwirren Claudia Bauer zahlreiche neue Begriffe durch den Kopf. Mitarbeiter tätig sind, die sich genau für Jungunternehmer sich einsetzen, damit sie ihnen den Weg ebnen. Was braucht sie an Unterlagen von mir? Ich bin da noch ziemlich unbedarft, was jetzt Businessplan angeht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Also, was will eine Bank von mir wissen, um so ein Ding zu erstellen? Ja, also die Bank will einmal in erster Linie wissen, was sie machen, welches Unternehmen sie gründen, also die klassische Ableitung, wie man einen Businessplan halt konzipiert. Ja. Und es soll natürlich ein bisschen ein Zahlenmaterial dabei sein, also was plane ich Umsatz? Und vor allem ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, wie komme ich zu dem Umsatz? Ja. Wissen Sie, die Bank kann nicht jetzt besser ihre Idee auf den Markt bringen, als sie selbst. Zur Umsetzung der Geschäftsidee. Wann sollte man dann euch herantreten? Sollte man das möglichst bald machen oder sollte eher die technische Entwicklung schon größtenteils abgeschlossen sein? Wie gesagt, es ist ganz wichtig, das Bankgespräch so früh wie möglich zu führen. Denn was nützt die beste Idee, wenn sie nicht finanzierbar ist? Jedes Projekt. Beim Gründercenter in Linz erhalten unsere vier Pizzaboys, die Studenten der Fachhochschule Wels, bei ihren finanztechnischen Erkundigungen einen Hinweis, der sich für ihr Projekt eines Pizza-Automaten als äußerst hilfreich erweisen soll. Mit diesem Businessplan können Sie dann an unserem jährlich stattfindenden Businessplan-Wettbewerb teilnehmen. Der ist von I2B und Go und Gesamtpreise im Wert von ca. 100.000 Euro gewinnen. Den Bestplatzierten dieses Wettbewerbs winken aber nicht nur Preise. Sie erhalten bei deren Verleihung auch Gelegenheit, ihr Projekt einem breiten Publikum vorzustellen und so potenzielle Investoren kennenzulernen. Neben dem Aufstellen der Finanzierung ist in diesem Gründerstadium auch die Verbesserung der eigenen Qualifizierung voranzutreiben. Ich mache den Kurs für die Befähigungsprüfung für das technische Büro, Ingenieurbüro, weil ich ja im Jänner ein Ingenieurbüro für Landschaftsplanung und Landschaftspflege gründen möchte. Und da ist es für mich einfach die höherwertige Qualifizierung. Damit, glaube ich, könnten wir auch gleich beginnen mit dem Teil des Unternehmensrechts. In einigen Fällen sagt der Gesetzgeber, diese oder jene Rechtsform ist überhaupt ein Unternehmer, ganz egal, was er tut oder was sie tut. Das sind im Wesentlichen Gesellschaften, juristische Personen. Hier bezeichnet mit Unternehmerkraft Rechtsform.